Also, another day, another vlog. Diesmal geht's weit weg nach Mariazell. Ich bin tatsächlich mit dem Packen ein wenig früher dran. Also habe ich was gelernt das letzte Mal. Kurz, wie sind wir dazu gekommen? Oder wie bin ich dazu gekommen? Das war meine Idee. Emil hat mich letztens angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Mit ihm, Henrik und Lukas. Und so machen wir das jetzt. Wir haben erst sehr spät Unterkünfte gebucht, weswegen es ein wenig teurer ist, aber was soll's. Ich habe mir gedacht, gehe ich halt mit. Weiß ich nicht, wie oft ich das noch habe. Vor allem mit Freunden. Unsere Reise ist auf 4 Tage aufgeteilt. Wir gehen morgen früh aus Heiligenkreuz weg, treffen uns in Liesing. Mama führt uns Gott sei Dank hin. Und dann geht's los. Gestern noch beim Decathlon gewesen und Sachen gekauft, weil ich habe keine Hose, keine gescheite Wanderhose. Schuhe habe ich Gott sei Dank. Jacke habe ich von meiner Mama. Und Rucksack haben wir auch gekauft. Ja. Also wir sind gut ausgerüstet, glaube ich. Jetzt heißt's packen. Aber zuerst noch Fitcheck. Weil das auch noch vielleicht interessant ist, das ist dann eine Strecke von Heiligenkreuz nach Mariazell, sind das ungefähr 115 Kilometer. Das heißt, pro Tag zwischen 28 und 29 Kilometer. Ist nicht wenig, aber ich wollte immer schon mal einfach den ganzen Tag nur gehen und schauen, wie das ist. Das Wetter ist für Mariazell zumindest nicht so blendend prognostiziert, falls das ein Wort ist. Ziemlich sicher. Aber wir werden das Beste daraus machen. Hoffentlich sind alle gut angezogen. Wenn nicht, dann naja. Wird interessant zu viert. Wird sicher lustig. Sicher anstrengend. Ich bete, dass wir keine Blasen bekommen, weil in Rom war das nicht lustig. Da habe ich am zweiten Tag eine bekommen und die hat sehr gestört. Ja, und was ich mit meinen Haaren machen soll, weiß ich auch nicht, weil ich weiß nicht. Langsam wird Boxerschnitt fad. Und es schaut so, keine Ahnung, so hart immer aus. Und das bin nicht ich. Na, keine Ahnung. Ich will nicht wieder diesen Vorhang machen. Halt so, wie es eh standardmäßig ist. Haare nach vorne. Und das. Bei mir schaut das nicht so aus. So, das ist bei anderen fresh. Aber ich kann das nicht rocken, Mann. Meine Haare sind nicht dafür. Den Pinsel mag ich auch nicht unbedingt wieder machen. Leben ist hart. Wir hätten 22:42 Uhr. Bin rasiert, habe das meiste eingepackt, müde. Morgen um 10 vor 7 auf und ja, dann geht es los. Ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was ich erwarten soll von dem Trip, aber es wird sicher cool. So, 5 nach 7 am nächsten Tag. Frühstück ist gleich fertig, dann erst anziehen und los geht's. Da steht's eh schon, ich bin aber So, wiederhol das alles nochmal, wo wir hingehen. Wir gehen zuerst jetzt einmal nach Meierling. Dann von Meierling über Maria Reisenmarkt kommen wir irgendwann nach Hafnerberg. Da ist, was ist dort eine Wallfahrerkirche, genau. Und entweder wir gehen dann von Hafnerberg direkt nach Kraumberg. Oder wir gehen über Klein-Mariazell, sehr schön. Mein Wunsch, er will eher nicht, glaube ich. Na, ich Aber weiß wir müssen schauen, wo wir hin müssen. Ah, nicht. da ist ein Schild, ja. Also das wäre meine Variante, aber es dauert halt länger. Aber schauen wir, wenn wir dort sind. Wir haben noch kurz das Stift Heiligenkreuz Bis zum besichtigt. Rosenkranz. Den Rosen. Rosenkranz.
Jetzt schon. Wir haben 8.10 Uhr. Let's go. Ja, das wurde mir mal erklärt von einem lieben Bauer. Also, es gibt die ganz Weißen, die sind fürs Fleisch da. Die haben teilweise so wenig Milch, dass sie nicht einmal ihre eigenen Kinder ernähren können. Dann gibt es die Braunen, wie zum Beispiel die, die ist der Brauner. Wow. Leben genießt. Heirat erst. Da habe ich noch ein bisschen gelesen, was denn passieren würde. Gas als Erdöl befördert. Sei viel Darm dabei. Bioflair. Sind Darmbakterien. Okay. Catch you at your crib if you read this, it's too late. When it chop at a nigga, now you running like a track race. Wir pausieren kurz nach Kleinmariazell, nachdem unser Gasthof, den wir angepeilt haben, leider zu hat. Ruhe in Frieden. Ja, müssen wir bis wohin gehen wir? Kaumberg. Kaumberg, ich merke es mir nicht. Zwei Stunden steht auf dem Schild. Zwei Stunden noch weitergehen. Am Vorstand eine Stunde nach Kleinmariazell und wir haben eineinhalb gebaut. Das stimmt auch. Ja. Schauen wir, wie schnell wir sind. Du wolltest doch Didaktik machen mit den S-Oliver-Leibern. Ja. Warum nicht, Luxemburg? Da waren es mir dann doch zu scharf. Schmackhaft. Fast so wie meine. Wir sind angekommen in Kaumberg, in unserer Residenz. Henrik ist duschen, Lukas auch. Wir haben zwei Doppelzimmer. Haben jetzt bestellt bei einer Pizzeria, weil wir uns denken, wir wollen nirgends mehr hingehen und die haben kein Essen da. 68 Euro Bestellung. Schauen wir mal, wie es wird. Was haben wir gemacht? 31 Kilometer Gesamtzeit. Na doch, 8,55. Bist du behindert? Oder Kalorien? Bist du deppert? 44.000!
Alter, verdammt. Ja, wir sind dementsprechend müde. Ich bin jetzt sehr rot aus irgendeinem Grund. Ja, ich gehe auch gleich duschen. Dann kommt hoffentlich bald das Essen. Und dann Feierabend. Jetzt ist irgendeine alte Frau ins Zimmer gelaufen. Ui. Wirklich? So, da hat jeder Pizza und dann noch was. Üfter zerfällt. Alter, ist das heute. Armer Kerl. Huber, wie war die Pizza? Selten so schlecht gegessen. Dönerpizza. Meine war ganz gut. Ja. Meine hat ihr auch gepasst. Ja. Jetzt noch ein Mexican Wrap. mit Legend und Pommes. Was ist das denn? Das ist auch ein Sieg. Bist du der? Das ist gestört. Bitte schön. Morgen. 8 Uhr ist es. Wir sind, glaube ich, seit 7 wach, haben jetzt gefrühstückt, packen uns noch zusammen und dann geht's wieder weiter. Haben gut genächtigt, auch wenn es ein bisschen unruhig war, trotzdem 9 Stunden Schlaf passt. Jetzt gehen wir dann 3,5 Stunden, bis wir am Kinex sind. Da essen wir dann hoffentlich was, wenn nicht wieder ein Todesfall vorgefallen ist und das Restaurant deswegen zu hat. Müde. Geil, Among Us-Mobil. So schauen wir aus. 4 Grad haben wir. Jetzt noch zum Adek und dann geht's los. Irgendwann ist er dann komplett kaputt gegangen. Nein, das stimmt nicht. Also hast du das Key nicht über Bord gekommen. Cap. Bitte, es läuft. Ja, also ein halber Weg gerade zu. Kinect. Von Kinect. Der Araburgweg. Ein Viertel des Weges ungefähr von heute? Oder weniger? Nein, ein bisschen weniger, glaube ich. Vorher im Wald pissen gewesen, ein bisschen Blut gepisst, aber. Essen gestern war böse, war krank wirklich. Es hat uns gestärkt für heute. Ja, ja. Besonders die Pommes. Ich hatte sich heute früh mit einer warmen Milch ohne Haut gestärkt. Das Problem war, ich habe das Haferflockenpulver verwechselt und das war irgendwas anderes. War einfach normaler Haferflocken. Ja, so, ne, irgend sowas, ja. Aber es war auch nicht so gut, das Frühstück. Nein. Aber der Nah und Frisch war Bombe. Und der Lukas hat versucht, seinen Einkauf wieder reinzuholen mit einem Lucky... Rubellos. Lucky Hard. Lucky Hard, oder? Ja. Aber leider heute mal kein Glück gehabt. Aber der Henrik hat auch nichts beim Zigarettenautomaten gefunden. Gestern hat er 40 Cent sich erbeutet. Wir sind guter Dinge. Ja. Jetzt machen wir gerade eine Raucherpause. Und heute haben wir auch ein bisschen Biologie gelernt. Okay. Nämlich die 5. Schwangerschaft. Das hat einen wichtigen Einfluss auf die Zukunft des Mannes. Genau. Shoutout, more plates, more dates. Wir haben es geschafft auf dem Kinect. Das haben wir uns verdient. Im Top Gun. Die Freude hält sich. Ja, aber ich habe mir zum nächsten gewünscht. Zeitverplan. Ja. Meinte aber eigentlich, weil ich halt verwechselt habe, einen Grillmann. Okay. War dann recht enttäuscht. Okay. Ja. Lässig. Holy moly. Jesse ist smart, schau dir das an. Die haben da Plastik nach unter dem Ding. Das ist ja Wildschein. Wahnsinn. Welche verändern, dass die das.
Jetzt kannst du Armin anrufen. Ja. Jetzt müsstest du aber über Snapchat verbinden mit der Kamera antworten. Bitte, der Big Tasty, Junge, es ist gerade. Das hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Gibt's überhaupt noch McTasty? Keine Ahnung. Aber der Junge ist ja gestorben oder so. Der lebt immer noch. Na, viele haben. Es gibt so Galileo über McDonalds und so. Und da ist so, wenn nach 10 Minuten etwas nicht verkauft wird, wird es weggeschmissen. Warte, warte. Big Tasty Kritiker bürgerlich Lars Klos, auch unter dem Pseudonym Donnerfurz. Bekannt. Havidere, Alter. Es tut mir die Fies weh. Aber wir haben es geschafft. Zum Furtner. Zum einzigen Haus im Umkreis, Alter. Mahlzeit. Haben das Essen aber jetzt verdient. Backhandel. Wohlbekomm's. Nein, deshalb haben wir es eben nicht. Gönnen wir uns noch einmal. Nein, passt schon. Ist ja scheiße. Ich bin kein Foodblogger. Der hat jetzt eh schon halb acht fertig. Tag 3. Wir haben gut gefrühstückt. Zwei von uns auch gut geschlafen. Die anderen zwar nicht so. Heute geht's nach St. Egid. Ich glaube viel flach, oder? Ja, und nicht so lange. Und nicht so lange. Also angenehm. Weil ich spüre meine Knie nach dem Abstieg gestern. Boah, weiß ich nicht, wie sich da schwerere Menschen fühlen. Ja. Uns tut da eh allen irgendwas weh. Aber wir schaffen das. 9 Uhr. 25 ist es. Ist auch wichtig. Ja. Sonst will man ja vielleicht um 7 oder so losgehen, aber so diszipliniert sind wir nicht. Ich bin der Henrik. War keine Telefonnummer. Bin 7 Jahre alt. Ich gehe in die Schule. Hab eine Wii. Ich wiege 20 Kilogramm. Habe zwei Geschwister. Mein beiden Brüd heißen Stein und Janis. Beide haben einen schwedischen Namen. Beid drin ken. Beid trinken noch aus ein Flasch. Flascherl. Beide gehen in den Kindergarten. Der Stein ist 4 Jahre alt. Der Janis ist 2 Jahre alt. Jetzt weiter auf. Oh, ist ja was. Ja. Der Stein. Nein. Servus, Freundchen. Viele Freunde. Wow. Kalte Kuchel. Ah, im Magdalhau. Da kommt meine Tante her. Dead as hell. Gefallener Soldat, Herr Huber. Was? Nix. Passt schon. Wir sind erledigt. Es ist 14.06 Uhr. Wir haben fast 15 Kilometer heute hinter uns. Uns tut immer noch alles weh. Hatten schon eine Pause, eine längere. Hat leider nichts gebracht. Und jetzt spielen wir die ganze Zeit ein Spiel, wo jeder das sagen muss, was er mit dem Wort von dem vorherigen assoziiert. Also zum Beispiel, was kann ich jetzt sagen, was nicht so schlimm ist? Zum Beispiel und Mobbing. Nicht ernst nehmen. Dann kommt Mobbing. Selbstverletzung. Nein. Keine Ahnung, ich lasse es sein. Der in der 8B-Gruppe.
Richtige Schlange. Damen gibt bei Aquaplaning extra Gas. Ich will nimmer, ich will nimmer. Today we eaten good. We eaten good. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist deutlich besser. Last day, da sind die Broke Boys. Fahrer Leo sein Pfeifenmuseum gibt's da. Leo? Wahnsinn. Heute kurze Nacht, früh aufstehen, 7 Uhr frühstücken. Aber wir machen das, oder? Ja. Wir sind eh die zwei Patienten. Mhm. Der Endspurt. Der Endspurt. Wird nochmal was, 27 Kilometer sind's, glaube ich. 900 Höhenmeter. Ja. Das passt schon. Ungefähr der erste Tag. Und dann irgendein Zug erreichen. Wird auch spannend. Und Halt machen wir bei der Buchtelwirtin. Yes, yes, yes. Weil Verpflegung muss. Super, jetzt gehen wir essen bei der Wuchtelwirtin. Yes, Baby! Für den Trip wieder immer stärken. Der Henny nur Frittatensuppe für den leichten Hunger. Baum! Genial! Wow! Deutschland! Adolf Hitler! Anorexie. Jägermeister! Da drüben haben wir Daniel Scheune. Warte, komm. Jetzt im Endspurt. Eine schwere Entscheidung. Ein Statement. Ein Cross. Nicht verzagen, Jesus fragen. Immer so. Provisorisch. Wow. Das ist Pflicht, wenn man in Mariazell einwandert. Sonst lassen sie halt nicht rein. So weit kommt's noch. Die Ortstaxe. Wir haben's. Geschafft. Das Ziel ist tatsächlich erreicht. Mariazell fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr gut an. Ja, natürlich kannst du was sagen. Wenn nächstes Jahr mitkommen will, schreib's in die Kommentare. Sicher. Ich glaube, jetzt waren es insgesamt 116 Kilometer oder so. So ungefähr, ja. In 4 Tagen. Am Ende gibt's eine Belohnung. Am Ende gibt's einen Jagersaft. Der Lukas hat eine Salzwüste am Laufen. Lukas, dreh dich um. Du steppert. Nicht schlecht. Jetzt schauen wir, wann wir welchen Zug wir nehmen. Wahrscheinlich eh den um 6. Aber da müssen wir dann eh gleich los. We made it. Freund.
Wir sputen uns gerade zum Zug. Hoffentlich erwischen wir ihn, sonst müssen wir eine Stunde warten. Kitty Cat. Shoutout Ali. Tickets kaufen und ab geht die Post. Die Rettung in der Not. Wir setzen uns in Bewegung. Haben eine ganz tolle Ankunft seit in St. Pölten und fahren dann noch einmal 40 Minuten nach Meidling. 2 hours later. Was? Wir haben heute der Elias nimmt für meines Leben. Wir sind in St. Pölten am Hauptbahnhof und wir sind sichtlich alle müde. Es könnte nicht besser gehen. Ja, hoffentlich bald zu Hause. Ich fahre mit dem Handy in der Schnellbahn. So weiter assoziieren? Ja. Oder? So sitzt man First Class im Railjet. Danke. Danke. Danke, Ludwig. Danke, Putin. Wieder in der Hut. Wir sagen zu den beiden Herren auf Wiedersehen. Und einsam wie eh und je wandere ich durch die Heckelstraße. Wir haben circa 9:30. Ich bin sehr müde. Es waren 4 sehr lustige, sehr anstrengende Tage. Auf jeden Fall unvergesslich. Wahnsinn, was wir gelacht haben. Und was für Höllenqualen das gestern waren. Das ist unglaublich. Also das war definitiv das anstrengendste, was ich je gemacht habe. Bei weitem. Aber es war sehr schön. Dann heute das Ankommen in Mariazell war beflügelnd. Und die Leute alle auch so nett. Am Weg auch immer wieder ein paar nette getroffen. Ist schon sehr schön. Sehr schön gewesen. Schöne 4 Tage. Anstrengend, aber definitiv die Anstrengung wert. 115 Kilometer, jeden Tag mindestens 2000 Kalorien durchs Gehen verbrannt. Das kann sich sehen lassen. Füße sind im Arsch morgen, aber dann gleich wieder um 9 Motorradfahrstunde. Und am Freitag Motorrad- und Autofahrprüfung. Mit links schaffe ich das. Geht schon. Ich bin müde. Freue mich aufs Bett. Und wünsche euch, egal wann ihr das schaut, einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Und falls wir uns nicht mehr sehen, gute Nacht.